Animal Rights Watch veröffentlicht neue Bilder aus einer der größten Schweinezuchten Deutschlands. Neben dem alltäglichen Grauen der Schweineproduktion wurden in dieser Anlage zusätzlich massive und systematische tierschutzrechtliche Verstöße dokumentiert. Dabei ist besonders eklatant, bereits 2013 wurden in diesem Betrieb Verstöße dokumentiert und auch angezeigt. Es folgten mehrere Razzien und behördliche Kontrollen. Die neuen Aufnahmen zeigen zum wiederholten Male, dass Behördenkontrollen nicht dazu geeignet sind, Tierleid zu beenden. Diese Bilder aus Thüringen stammen aus einem der größten deutschen Schweinezuchtbetriebe. Ungefähr 50.000 Tiere werden hier gefangen gehalten. Unter katastrophalen Bedingungen. Bereits 2008 wurde erstmals Recherchematerial aus dem Betrieb veröffentlicht und der Betreiber beim zuständigen Veterinäramt angezeigt. Passiert ist daraufhin nichts. Ende 2013 veranlasste die erneute Veröffentlichung von Recherche-Videomaterial durch Animal Rights Watch mehrere behördliche Kontrollen und sogar Polizeirazzien. Damals wurden trächtige Sauen über einen längeren Zeitraum als 4 Wochen im Kastenstand gehalten, teilweise bis zur Geburt der Ferkel. Systematisch waren die Kastenstände nicht einmal so breit, dass die Schweine sich auf die Seite legen konnten, und sie hatten systematisch kein Trinkwasser und kein Beschäftigungsmaterial. 2 Jahre später. Erneute Recherchen im November 2015 decken auf, dass trotz Umbauarbeiten nach wie vor tausende Sauen in immer noch zu engen Kastenständen stehen. Eine ständige Versorgung mit frischem Trinkwasser haben sie ebenfalls immer noch nicht. Die Tiere bekommen nichts als Schmutzwasser zu trinken. Die Art der Haltung in Kastenständen und Selbstfanggittern führt immer wieder zu blutenden Verletzungen der Tiere. Einige Hallen sind nachts taghell erleuchtet. Und die Abferkelbuchten sind so konstruiert, dass sich immer wieder Ferkel hilflos verklemmen. Zwar sind die schmalsten Kastenstände, die 2013 dokumentiert wurden, nicht mehr in Betrieb und die Kastenstände sind nun mit dem vorgeschriebenen Beschäftigungsmaterial ausgestattet, dennoch verstoßen auch die weiterhin betriebenen Haltungseinrichtungen immer noch eindeutig gegen die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Ein Bereich des Betriebs ist besonders auffällig. Hier werden schwache und hilfsbedürftige Ferkel in großer Zahl in fliegenverseuchte Hallen sortiert. Anscheinend, um abzuwarten, welche von ihnen auch ohne teure Pflege noch überleben und verkauft werden können. Mit den vorgeschriebenen Krankenbuchten hat das nichts zu tun. Versteckte Kameras zeigen, wie verletzte Tiere nicht separiert und behandelt, sondern während sie sterben, von ihren Artgenossen bei lebendigem Leib angefressen werden. Dieser Fall zeigt exemplarisch, wie zahnlos Veterinär- und Polizeibehörden in Sachen Tierausbeutung agieren. Seit Jahren wird das Leid abertausender Tiere in dieser Anlage für die Öffentlichkeit dokumentiert. Polizeiaufkleber an den Türen zeugen von den erfolgten Razzien. Und dahinter leiden weiterhin tausende Individuen unter teils eindeutig ungesetzlichen Haltungsbedingungen. Warum wird in einer solchen Anlage nicht wenigstens die Nachzucht von Ferkeln bis auf Weiteres verboten? Weil ökonomische Interessen der Betreiber stets über den elementarsten Bedürfnissen der Tiere stehen. Haltungseinrichtungen wie diese, in denen Tiere wochenlang bewegungslos fixiert werden dürfen, sind prinzipiell sogar legal. Vermeidbare Leiden und Schäden werden nicht verhindert, sondern durch Verordnungen geregelt und genehmigt. Und selbst wenn diese minimalen tierquälerischen Vorschriften systematisch missachtet werden, veranlassen Gerichte und Behörden keine nachhaltigen Maßnahmen zur Einstellung der illegalen Zustände. Auch aus diesem Grund fordert Animal Rights Watch einen Komplettausstieg aus der Tierproduktion und die Förderung pflanzlicher Lebensmittel und des bio-veganen Landbaus. Nur so können wir wirklich verhindern, dass Abermillionen Tiere für uns Menschen sinnlos leiden. Jede und jeder Einzelne von uns kann schon heute mit dem Ausstieg beginnen und Produkte tierischen Ursprungs durch pflanzliche Alternativen ersetzen.